So, 3, 2, 1, willkommen zurück zu Farmers Dynasty Folge 40, könnte das sein, in der zweiten Saison. Wir machen gerade wieder Weizenernte. Bringt schnelles Geld für den Wendeflug dann später. Dafür benötigen wir ja 28.000 Euro, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Ich müsste mal ganz kurz auf die Uhrzeit schauen. 21. Okay. Ich mach mal ganz kurz den Meer aus, Licht aus und spring mal nach Hause. Höchste Zeit zum Schlafen. Und hier wuchert das Unkraut. Also richtig Unkraut ist es ja nicht. So, wie sieht's aus? Timmy, dann geht's gut. Joa. Sehr schön. Schauen wir mal hoch zu Janet. Ja, Janet schläft auch schon wieder. Kleines Küsschen. So. Und dann ab ins Bett. Ah, wir haben Hunger. Dann eins, zwei, ach komm. Drei Eier. Springen vom Balkon. Schnell. Du bist ausgeruht und fühlst dich stark. Ja, sehr schön. Na. Ein bisschen Luftfeuchtigkeit erhöhen. So, zumachen. Schauen wir einfach mal die Statistiken an. Bereit zur Ernte 000. Mist 85%. Da haben wir auch noch ein paar Tage Zeit. Ansonsten ist hier erstmal nichts super eilig. Wie sieht's hier aus? Aufträge. Kultiviere das Feld. Transport. Kultivieren könnten wir machen. Würde ich sagen, ich mache erst den Transport. So. Blöd, ich habe vergessen, wo ich mein Pickup abgestellt hatte. Ach, da oben. Repariere eines. Okay, dann machen wir erstmal hier. Ab zum Pickup. Scheiße. Bleiben wir am Pickup hier stehen. So. Leute, ich möchte Gebäude reparieren. Wo seid ihr denn? Da, Madison. Hallo, Fräulein Madison. Hallo. Lasst uns reden. Lasst uns Guten Morgen. reden. Guten Morgen. Landwirtschaftliche Tipps? Nein, hat es wehgetan, als vom Himmel gefallen. Kann ich Ihnen behelfen? Ah, wobei neue Nachrichten kommen. Haben Sie schon die neuesten Nachrichten Bisschen gehört? lästern über die Leute. Ich habe gehört, dass der Bürgermeister von seinem Hund gebissen wurde. Okay, das habe ich glaube ich schon letztes Jahr mal gehört. Kann ich Ihnen Kann ich Ihnen behilflich behilflich sein? sein? Ein Gebäude auf meinem Hof benötigt etwas Pflege. Was denkst du? Mache ich glatt. Hört sich gut Hört an. sich gut an. Ich kümmere mich drum. So. Jetzt, wo ist dieses Gebäude? 100 Meter in diese Richtung.
Schauen wir doch glatt mal hin. Oh. Zug. Repariere Gebäude. Und wieder zurück. Alles fertig. Wieder hat sie mir das falsche Gebäude genannt. Oder... Danke. Hier ist etwas für dich. Sie ist vergesslich. So, Geld her. Sozialpunkte her. Sozialpunkte 14.000. Okay, und... Hier am See. Ich bringe mal ein Pickup. Gebäude reparieren am See. Mal schauen. Ah, bremsen. Abigail. Oh, hallo. Ist deine Zwillingsschwester hier? Abigail. Hallo. Magst du reden? Lasst uns reden. Lasst uns reden. Bist du es wieder? Ja, bin ich. Schönes Wetter, oder? Schönes Wetter, nicht wahr? Das ist es. So. Kennst du die Geschichte vom Bürgermeister Haben und dem Sie Hund? Haben Sie schon die neuesten Nachrichten gehört? Ich sehe nicht mal mehr fern. Ach so, okay. Kann ich Ihnen behilflich sein? Ein Gebäude auf meinem Hof benötigt etwas Pflege. Was denkst du? Gerne doch. Für 200. Hört sich gut an. Ich kümmere mich darum. Ah, kann nicht viel zu machen sein. So, zeig mal. Ist das auch in der Innenstadt? Jawohl. Da, 70 Meter. Muss falsch abgebogen sein. Ja. Schwuppdiwupp. Da. Was müsste denn hier so sein? Jawohl. Komm. Wir springen einfach zum Pickup. Aussteigen. Fahr doch vorbei, hier ist jede Menge Platz. Danke. Hier ist etwas für dich. Sag ich doch auch mal danke. Wieder 400 Sozialpunkte dazu. Zup, zup, zup. Kultiviere das Feld, das mache ich später. Erstmal hier Transport. Hier eben ein Pickup unterwegs. Ups, so weit. Irgendwie nicht der richtige Weg, oder? Shit. Ich glaube, ich bin falsch gefahren. Schnell zurück. Zurück mit uns. Pickup wird schon wieder dreckig. Vollgas. Vollgas. Ganz kurz überlegen, wo hatte ich den Grupper abgestellt? Ich glaube, den hatte ich in unserem Hof gelassen. Ja, der Weg ist ja super. Da kommen wir an. Okay, hier lag auch noch Stroh. Müssen wir uns merken. Wenn ich irgendwann mal Stroh zusammenfahre. Ah. Da kraut's mir ja jetzt schon. Erstes die Sozialpunkte zusammenheimsen hier. Die sind so wichtig. Gut.
Tankstelle. Ah. Den Sprit haben wir noch. Oh Gott, an der Kirche. Ah ja. Kater. Aussteigen. Du Kater, hi. Treuer Kirchengänger. Tag. Guten Morgen. Moin. Schönes Wetter. Das ist es. Ich bin auf der Suche nach Arbeit. Haben Sie was für mich? Es gibt etwas, das ich in der Tat benötige. Würdest du mir das Paket bringen? Mein Freund hat es. Ja, klar. Ja. Hört sich gut an. Ich kümmere mich drum. Bitte, bitte, der da unten. So. 3 Kilometer, das könnte der unten sein. Jawohl. Aussteigen. Schwups, die Wups. Ich bin wegen dem Paket hier. Ah, große Blätter. Sicher. Im Gesicht. Hier ist es. Okay. Ach so, dann kann ich ja wieder zurückspringen. Aussteigen. Hi, wie ist das Paket, redest du denn? Das du gebeten hast. Danke. Hier ist etwas für dich. Wer bist du? Hanna. So. Zum Kultivieren brauchen wir normalerweise den Traktor. Aber den Auftrag hole ich mir erstmal so ab. Mit dem Pickup. Und jetzt muss ich erstmal schauen. Sagen links, rechts und dann Berg hoch. Links, rechts, Berg hoch. Schwupps, jawohl, Kurve bekommen. Nicht, dass ich mit dem Traktor hier hoch eiere und die sagen mir, ach, das Feld ist aber ganz weit da drüben auf der anderen Seite der Karte oder sowas. So. Ist das nicht der alte Hof von Janet? So. Wir parken mal hier. Matthew. Hi. Du winkst ja schon. Tag. Guten Morgen. Moin. Schönes Wetter. Schönes Wetter, nicht wahr? Das ist es. So, wie sieht's aus? Ich suche Arbeit. Ich bin auf der Suche nach Arbeit. Haben Sie was für mich? Eines meiner Felder muss gegrubbert werden. Würdest du das übernehmen? Klar. Was? Ja. Hört sich gut an. Ich kümmere mich drum. Macht ja 1600, 1700 Sozialpunkte. Dann ganz kurz schauen. Der Grubber müsste... Seemaschine. Mähwerk. Ich bin mir ziemlich sicher, der Grubber ist auch hier. Klicken wir alles an. Seemaschine. So. Kurz mal rumlaufen. Da ist der Grubber, okay. Grubber ist da. Dann leihe ich mir mal kurz den Traktor aus.
Ja. Hänger lassen wir erstmal hier stehen. Das Grubbern sollte ja nicht allzu lang dauern. Ernte können wir dann weitermachen. Morgensonne, Übermorgensonne. Optimal. So, da drüben. Da muss gekrobert werden. Oh. Ah, sieht das Feld groß aus. Ich konnte es nicht genau überblicken. Ich hoffe, es gibt keine Beschwerden, dass ich fast nur im normalen Gang fahre. Also Jauchehänger, so Grubber. So rum. Schwupp. Na, komm. So. Passt. Hoch das Ding. Und ab zum Feld. Dieses Feld? Wächst da nicht schon was? Seid ihr euch sicher? Ja gut. Ihr müsst wissen. Grubber runter. Tempomat an. Hubbel die Hubbel die Hubbel. Du zerstörst die Ernte. Wenn das mein Auftrag ist, hier zu grubbern, dann mache ich das doch. Was soll ich denn machen? Bin ich doch auf dem falschen Feld? Nein. Das Dreieck zeigt genau hier hin. Kultiviere das Feld. Ja, was soll's? Tempomat an. Wenn ihr das so wollt, dann kommt der Weizen weg. Hier machen wir es uns wieder ganz einfach. Wir fahren die Schnecke rum. Kann ja scheiße aussehen. Noch nicht gepflügt? Ich weiß, aber... Wenn die Leute grubbern lassen wollen... Dann soll es recht sein. Grubber. Schöne Weizenfeld. Ups. Entschuldigung. Naja, gut, komm. Beenden wir erstmal die Folge. Tschüss und ciao, bis zum nächsten Mal bei Farmers Dynasty. Ja, bye bye.